Und somit willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Wir haben beim letzten Mal Welt 3 abgeschlossen, Clankers Cavern, und heute machen wir erstmal Welt 4 auf. Ob wir das jetzt innerhalb von einer Folge schaffen, das bezweifle ich. Wenn es gut läuft, dann vielleicht. Bubble Glub Swamp ist nichts Welt. Wir müssen jetzt nur noch hinkommen. Ja. Ist jetzt nicht so tragisch, wenn wir das jetzt nicht in einer Folge schaffen. Das will ich auch gar nicht. Ich will es ja genießen. Wenn wir gut vorankommen, dann ist auch gut. So. Juhu! Der Banjo, der will jetzt tanzen. Einmal hier vor der Tür. Wo 180 Noten draufstehen, wir haben 300. Das reicht vollkommen aus. Bräuchte man ja gar nicht Welt 3 machen, ne? Wer 1 und 2 schafft, also alle 100 Noten. Ah, da hat eine Freundin. Ob sie ist ein Trottel. Ja, so sieht's aus. Schön dagegen, genau, Alter. Hau ab. Noch ans Scheißen. Ja, der war gut jetzt. Juhu! Nein, wir machen erstmal noch vorher was anderes, genau. Aber wir brauchen wir alle Waben einmal. Ja, hier, dieser gehört uns Bernias. Wir merken keine Stinkefüße. Na dann. So, dann können wir hier einmal direkt schon was aufmachen. Damit wir später hier direkt auch reinkommen. So, und hier haben wir auch direkt die nächste Welt, die wir aufmachen können. Great City Peak. Warte, wir wollen erstmal in den Sumpf rein. Bob. Nein! Eigentlich wollte ich die Wabe mitnehmen und dann direkt rausspringen. Ah, man hat nicht geklappt. Schade. Let's go. Eine super Musik gibt's hier. Halt aus, genau mein Move. Geschlagene Ja, geil. Die sprechen manchmal, was sie drauf haben. Das ist geil. Oh, da sind Gummistiefel. Hühnchen auf deinem Rücken kann sie anziehen und für eine kurze Zeit schadet durch den Sumpf marschieren. Hm. Okay, kannst du los uns die Gummistiefel ausprobieren. Ja. Weg. Mal hier ein Ei rein. Bum. Lecker Kaktus. Mag Eier. Ja, ich will auch ein leckeres Ei. Okay. Wenn wir dich finden. Mal schauen. Den holen wir uns. Bleib drauf. Ah, hallo, Banjo. Wieso fällt der Reim so blöd der langsam? Ah, Kamera war zu nah, okay. Das ist kein Wunder. Beste Ausrede, oder? Juhu! Spring! Ja, blöd. Und springen, nicht. Ja, genau, sehr schön. Laufen durch den Sumpf.
2, 3, 4, 5. Ups. Ist jetzt schon wieder aus? Yay, ein Putzteil ist drinne. Die Ho? Oh, einmal den wegmachen. Wir warten nicht auf das Blatt. Wir wollen den hier einmal einsammeln. Und weiter geht's. Und hier haben wir schon das nächste Puzzle, aber auf Zeit. Aber ist kein Problem, Guys. Ich mag die Sumpfwelt. Wir haben hier genug Zeit. Oh ja, easy. Andere, das wird auf jeden Fall etwas schwieriger. Ein grüner Jinjo. Das ist schon das zweite Stück. Naja, die brauchen wir auf jeden Fall für die Krokodile. Und da ist er schon, der nächste. Mit dunkelblauen Augen. Der nächste ist da bei solchen Hütten. Baumhaus oder was? Sind das für welche Sachen? Wehe, geht ein haariger Eindringling. Er will an unser Gold. Er will uns nie besiegen. Ich hasse diese Dinger, ich weiß nicht warum, ey. Gehen sowas von auf den Nerven. Nimm auch die Schulibabe mit, ne? Es geht hier um Leben und Tod, ey. Wahrscheinlich sterben wir jetzt noch, ja genau. Ich glaube letzte, ne? Ja, letzte. Sehr schön. Wir nehmen mal das Goldene mit, das nicht. Aber das. Er hängt da oben drauf, Adrigal. Falscher Knopf. No, hier sind nämlich die Baumhäuser. Nenne ich mal so. Juhu! Immer höher hier. Erstmal ein Freezen hier. War ich gerade nicht schon runter vom Schalter? Jetzt steht wieder drauf. Sehr mysteriös. Ja. Das ist mir ja auch noch nie passiert. Alter. Das ist jetzt krass. Der andere Seite. Wie hat das Spiel heute voll die Fehler? Wie ist die Kamera auch gerade blöd eingestellt hier? Eins, zweimal, genau. Ich weiß warum, weil ich eigentlich nicht erst das Puzzleteil hole, sondern hier das Krokodil. Aber wir haben es geschafft. In die Tasche damit, Kazooie. Doch, du willst ein Ei. So, der nächste ist dort. Okay. Yahoo!
Ich will auch kurz schauen. Das Ding ist Schildkröte. Wir müssen einmal hier lang. Die eine Note auf Banjo, danke. Ey, was guckst du mich so an, ey? Gummistiefel, nimm mit. Nämlich so den wollte ich als erstes hin. Erstmal holen wir uns einen blauen Ginger. Ah, jetzt getroffen. Ja, perfekt. Ja, goldene Feder kann man gebrauchen immer. Erstmal den Corn Dog hier hochklettern. Wie gesagt, Eier brauchen wir hier. Genau auf die Dings rauf, ne? Ja, ja. Und da ist noch einer, der ein Ei will. Schnell hin. Und dafür müssen wir einmal hier geradeaus, genau. So Schildkröte. Oh, das ist schon etwas besser. Komm her. Nice, danke. Für das goldene Stück hier. In die Tasche mit, genau. Ein orangen Ginger Lillian, einmal so. Manche reinfallen in den Sumpf. Oh, hey, hat nicht gezählt. Lol. Ja, alles klar. Oh, Tonto geht jetzt viel besser. Mir ist so richtig schön warm. Vielleicht damit etwas anfangen. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, dann hole ich mir die Waben. Ja, er tanzt jetzt nicht, weil er Gummistiefel an hat. Ja, geil. Wusste ich auch gar nicht, dass es gibt. Jetzt wird's musikalisch. Erstmal laufen wir hinten rum. Sammeln wir ein. Oh, bitte. Der famose TikToker wird nun mein neues Sex zum Besten geben. Okay. Recht kurz, oder? Abwarten, spielt das nach, um die erste Lektion zu bestehen. Okay. Erstmal der. Sehr schön. Oh, Lektion 2. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kein Problem. Fünf. So, let's go. Dann kommt jetzt wahrscheinlich die letzte, ne? Jetzt folgt die letzte Lektion. Wow, das war krass. Ey, diesmal kein Lila, Alter. Ich sage jetzt mal rosa, rot, gelb,
Ne, das war falsch, scheiße. Versuch es noch einmal, oder bitte nicht. Mir ist nicht richtig gemerkt nochmal. Rosa, rot, gelb. Rosa, rot, rosa, blau. Ja, ich habe auch so gelb gar nicht getroffen. Oder ne, rot nicht getroffen. Ah. Ich würde sagen, ey, hat es mir doch gemerkt. Rosa, rot, rosa und dann eine blaue. Hm, mal eine andere Reihenfolge. Hat er nicht mitgenommen, ernsthaft. Naja, egal. Geschafft ist geschafft. Ja, wunderbar, eine wahre Meisterleistung. Nimm dieses einzigartige Schmuckstück. Okay. Prüfung bestanden. Nummer 7 schon. Oh. Aber das waren alle Stücke. Warte. Ich wollte nur die leere Wabe. So, dann geht's weiter im Sumpf. Was kommt denn jetzt noch? Das war's schon durch. Da waren wir jetzt nur das Krokodil, ne? Ja. Acht, neun, ist da, genau. Den wäre da noch. Und die Noten, okay. Erstmal wieder auftanken. Nein, nicht verpassen, Luke. Genau wieder auf die Stiefel drauf. So, jetzt kommt das krankeste Putzteil ever. In Sekunden haben wir noch Zeit. Ich wusste jetzt, dass der daneben fällt, der Trottel, Alter. Ah, dieser ist nicht nur zahm. Leider ist er auch lahm und fällt da rein. Wir sehen uns dort wieder. Juhu! Glaube ich dir jetzt richtig dumm? Mal schauen. Ah, ich wusste es, der ist so dumm, der Banjo. Gleich geht er noch tot hier. Alles von vorne, ich fass es nicht. Jetzt gehe ich tot, Leute. Geil. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ich muss alles von vorne sammeln. Bis gleich. Ich lasse Spiel für euch so schwer. Ich lache immer mehr und mehr, ja. Okay, wieder zurück an der Stelle. Hat mich ein paar Minuten gekostet wieder. Aber ich hoffe, es klappt jetzt. Best Fall Basti wieder hier unterwegs. So muss es gehen. Und nicht anders. Muss man jetzt mal einmal tot gehen? Ernsthaft? Obwohl, das war jetzt der zweite Versuch, nachdem ich dort tot gegangen bin. Damit muss man schon ehrlich sein. Yay! Bis gleich zum Glück. Wir laufen einmal hinter ihm aus hier. Ich würde sagen, da war doch immer irgendwas. Für stirbst du aber. Jetzt auf jeden Fall. Mumbo, lass ihn auch kurz schlafen. Laufen wir noch kurz hinter. Yep.
Nee, nicht nur die leere Waffe, genau. Mach noch nicht so viel Krach, Benjo. Mal schauen, was... was um uns wird verwandelt in einen kleinen Krokodil. Ja, das ist ja nice, oder? Du warten, ich brauche eine neue Handtasche. Aha, Mumbo nur macht einen kleinen Spaß. Na, dann laufe ich mal schnell weg. Können wir wieso noch nicht das erledigen hier drin, ne? Weil uns fehlen noch ein paar Turnschuhe. Wäre nur die Notnamen zwingen. Könnte man natürlich auch schaffen, das Minispiel. Mit sehr viel Glück noch. Aber ich mach's später. So, jetzt nochmal zu den Häusern. Wo waren die? Hier links. 12 Noten noch und ein Puzzleteil können wir uns auch gönnen hier. Noch zwei Omo-Schädel. Ach, mir fehlt der verfickte Blaue noch. Oh, den habe ich ganz vergessen. Mist. Nein. Oh, ja, zurücklaufen alles. Den einmal noch und den noch einmal. Okay, guys, dann bin ich jetzt, laufe ich Richtung Ausgang, aber wir holen uns noch schnell den blauen Genjo. Zack. Und da ist der blaue Genjo. Und erhalten das Puzzleteil. Eigentlich ja schön im Sumpf mit dem Krokodil, aber egal. So, dann wieder zurück zum Krokodil. Let's go. Okay, jetzt können wir einfach Richtung Ausgang gehen. Ja, wir haben doch alles, oder? Ja, bis auf das eine Puzzle, ja? Ist noch mal. Die halbe Stunde jetzt schon hier drin, oder? Das ist geil. Wenn man dann schon mal aufnimmt, dann passiert sowas, ey. Das ist geil. Erst geht's so tot, dann fängst du den blauen Genjo. Nice, nice. So, verlassen wir schnell die Welt. Laufen wir noch an einer Stelle, wo wir mit dem Krokodil durchkommen. Ich hoffe, das ist jetzt offen. Den Eisblock, den ich eben entfernt habe. Wenn er jetzt wieder zu ist, dann muss ich nur mal zurücklaufen. Wieder hin und her. Oh Mann. Ja. Und das will ich nämlich noch holen. Juhu! Beim nächsten Mal geht's schön in eine Schneewelt. Oh, eine Mimose. Ja, so sieht's so aus. Was machen wir noch hier? So, ich bin Cheetah, das mache ich schon so. Ich kann euch ein paar tolle Cheats verraten. Ah, schweige, du verlautet, wo sonst trifft dich mein böser Fluch. Oh, die Hexe hat das Buch verschlungen. Ihr habt mich gefunden. Das ist eure Chance. Ah, die werden wir nutzen. Rücke mit deinem Schieds heraus. Zauber. Büchlein. Oh, eine Zauber will ich verraten. Bild auf den Boden der Sandburg an der Treasure 12 Cove den Code Blue Hexe. Oh, danke, Meister Chito. Oh, in Code Hexe sind noch andere Bücher versteckt. Nimmt sie. Ja. Ich bleibe noch ein bisschen hier bei Cheeto stehen. Wir unterhalten uns jetzt noch mal über diese Folge. Es war ein bisschen katastrophal, kann man schon sagen. Ein bisschen hin und her musste ich laufen. Aber beim nächsten Mal geht es dann schön weiter in die Schneewelt. Mal schauen, was uns erwarten wird. Bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Dann noch nicht mehr, was sie bleibt. Fehlt im Chat und ciao.